Im Rahmen des Next Comic Festivals zeigt das Lentus Kunstmuseum Werke des Zeichners und Cartoonisten Rudi Klein. Originell, pointiert und auf das Wesentliche reduziert zeigen sich Wortbildkombinationen, Plastiken und Bilder aller Art. Und? Hinterfotzig wäre der richtige Ausdruck. In Wirklichkeit bin ich ein trotziges kleines Kind, das also immer Schwierigkeiten hat, wenn es zu museal und zu ehrfürchtig wird. Da macht es mir Spaß, ein bisschen dran zu kratzen. Aber wie gesagt, das hat schon einen relativ profunden Hintergrund. Also das ist jetzt nicht nur eine kleine Witzelei und jemand ans Bein pinkeln, sondern mir liegt das schon am Herzen. Das heißt, ich bin ein Konsument bildender Kunst immer gewesen, nicht nur Produzent. Und wollte eigentlich immer, dass das so bleibt, so unterhaltsam und so aufwühlend bleibt, wie es für mich in meiner Jugend war. Rudi Klein kennt wahrscheinlich jeder. Der Lochgott ist seine bekannteste Schöpfung. Also eine wunderbare Idee, einen Gott, der ein Loch ist oder in einem Loch haust. Ganz so klar ist das nicht, die Welt kommentieren zu lassen. Gott ist nicht oben im Himmel über uns, sondern Gott ist eigentlich ganz parterre, aber sehr weise. Als einer der besten Zeichner des Landes bedient sich Rudi Klein unterschiedlichster Medien, um sich mit seinen Statements bei einem breiten Publikum Gehör zu verschaffen. Das Zeichnen ist für mich so eine Art Notwehr gegen eine nicht so tolle Welt. Ich habe mich also relativ früh dafür entschieden, also nicht unbedingt nur in Galerien hängen zu wollen, sondern ich wollte schon ein gewisses breites Publikum erreichen immer. Und da sind natürlich Zeitungen eine gute Möglichkeit. Da muss man natürlich auch Kompromisse eingehen, aber das muss man fast in jedem Beruf. Teile der Werke sind in die Sammlung des Lentus Kunstmuseums integriert. Im Parcours durch die Kunstgeschichte begleitet Rudi Klein das hinter uns liegende Jahrhundert mit Erinnerungsstücken, Kostbarkeiten und zeichnerischen Kommentaren aus seinem reichen Fundus. Da Rudi Klein ein Künstler ist, den die bildende Kunst auch sehr beschäftigt, haben sich da eigentlich zwei sehr gute Partner getroffen, weil Rudi Klein dann beschlossen hat, hier im Lentus auch auf die Kunst des Museums zu reagieren. Comic ist jetzt nicht unbedingt Bestandteil der üblichen Ausstellungspraxis des Lentus Kunstmuseums, aber auch mit Respekt vor dieser tollen Kunstform gefällt es uns eigentlich sehr gut, dann so aus Anlass des Festivals hier Comic zu zeigen. Und ganz, ganz besonders gut, wenn das so wie bei Klein dann wirklich sich integrativ zur Sammlung verhält. Pablo Picasso, he could walk down your street. Girls could not resist the staring, so Pablo Picasso's never called.